Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Wir waren heute nach langem mal wieder bei Rossmann und wir haben eine richtig große und vor allem auch schwere Tüte dort eingekauft. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel bei Rossmann gekauft. Aber da wir nicht so oft sind, dachten wir, nehmen wir heute mal ein bisschen mehr mit. Und ich dachte, ich zeige euch das Ganze mal. Es gibt ein paar Neuheiten, die ich selber noch gar nicht kenne. Und jetzt ein paar Sachen, die ich auch so noch gar nicht ausprobiert habe. Also ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ich zeige euch alles, was hier drin ist. Und wir fangen an. Ja, so sieht ein Einkauf aus, wenn man dann mal alleine wohnt. Und zwar ist das Spezialsalz für die Spülmaschine. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Und ja, deswegen haben wir das mal geholt. Und probieren das auf jeden Fall mal aus. So, dann. Max hat mich schon komisch angeguckt, als ich zu noch mehr Deko gegriffen habe. Ich fand den aber so schön. Ich dachte, er könnte bei uns auf dem Wohnzimmertisch kommen. Wir haben schon ein paar Kisten draußen auf dem Balkon an der Abseite, die voll mit Deko sind. Aber es sind zum Beispiel auch Weihnachtsdeko-Sachen, dann Osterdeko-Sachen. Ja, die halbe Abseite ist schon voll. Nein, nicht ganz die halbe, aber da ist schon etwas Deko. Ich hoffe, Max verzeiht mir, dass ich noch mehr Deko geholt habe. Dann kommen wir als nächstes zu Zahnpasta. Davon kann man auch nie genug haben. Zahnpasta braucht man sowieso jeden Tag. Dann ein bisschen Duschgel für Max. Das und das hier. Er benutzt immer wieder das gleiche. Dann haben wir noch so ein paar Mikrofasertücher mitgenommen. Wir haben irgendwie nur zwei Stück. Also wir hatten die noch nie so richtig gekauft. Wir haben die, glaube ich, immer von Marie bekommen. Und ich dachte, es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit für ein paar neue, wenn man zum Beispiel hier mal aufräumt. Dann habe ich noch ein bisschen Deko geholt. Das sind so Ostereier. Wir haben ja bald Ostern und ich fand die ganz schön. Hier steht auch noch Frohe Ostern drauf. Die sind so weiß-gold und hier sind welche in weiß-gold. Also in so einem rosa, altrosa, silber und so ein lila Gold. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also hier ist noch ein Duschgel für Max. Das hat er jetzt mal neu zum Ausprobieren geholt. Dann haben wir hier noch dreimal Mundspülung. Hier haben wir nämlich auch nochmal eine neue geholt, um die auszuprobieren. Dann dürfen natürlich Waschlappen nicht fehlen. Das sind so eine Wischtücher. Jetzt so sehen die aus. Sehr spannend. Aber dann kommen wir zu einer etwas spannenderen Sache. Und zwar sind das so eine Tortilla-Röllchen mit Mais und Tomate. Sah ganz spannend aus. Ich dachte, vielleicht schmecken die. Ich würde sagen, wir testen die jetzt einfach mal zusammen. So sehen die aus. Riechen nach Tortilla. Die sind übrigens vegan und glutenfrei und schmecken sehr lecker. Also könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Dann habe ich mir nochmal zwei Aufstriche geholt. Einmal mit rote Linsen, italienische Kräuter und einmal Avocado. Da bin ich sehr gespannt. Werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Sieht aber sehr lecker aus und ist, glaube ich, auch, ja, ist Bio. Dann habe ich mir mal einen Haarreif geholt. Die sind gefühlt momentan wieder voll in. Und ich dachte, ich möchte das auch mal ausprobieren. Sieht, glaube ich, ganz süß aus. Also wenn ich den richtig aufsetzen würde, ohne Preisschild, wird das auf jeden Fall ganz süß aussehen. Und passend dazu muss ich versuchen. Passend dazu habe ich mir zwei Scrunchies geholt. Einmal in dem gleichen Stoff und in der gleichen Farbe wie der Haarreif. Und einmal in einem anderen. Dazu gab es auch einen passenden Haarreif. Aber ich habe erstmal einen mitgenommen. Und genau. Scrunchies gehen auch einfach immer, sind sehr gut als Haargummis, finde ich. Noch ein paar Haushaltssachen, wie zum Beispiel Klarspüle, auch für unsere Spülmaschine, hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Ich sehe schon wieder ein bisschen Deko. Und zwar habe ich hier einmal sowas geholt. Ich dachte, es könnte draußen auf den Balkon kommen. Sieht eigentlich ganz süß aus. Dann habe ich als nächstes Brillenputztücher. Die hat Max jetzt für mich ausgesucht. Anscheinend mit Apfelduft. Also ich versuche jetzt wieder öfter meine Brille aufzusetzen. Und Brillenputztücher sind da nie verkehrt. Also die braucht man wirklich oft. Was auch nicht fehlen darf, sind Klo-Tabs. Ja, war jetzt so ein XXL-Pack. Mega-Pack heißt das. Und da dachten wir, nehmen wir das mal mit. Dann hatte ich euch auf Instagram letztens gefragt, was ihr mir für Handcremes empfehlen könnt, weil meine Hände so unfassbar trocken sind. Und ich habe so viele verschiedene zugeschickt bekommen. Ich habe jetzt einfach mal die zwei hier genommen, um die auszuprobieren. Dann haben wir noch einmal so ein großes Pack Seife mitgenommen, weil unsere langsam auch leer geht. Und ja, die füllen wir dann immer in unseren Seifenspender ein. Dann, ich glaube, das ist das letzte Deko-Teil, ist das so ein Windlicht, heißt das, glaube ich. Metall-Windlicht, ja, in Gold. Fand ich sehr schön, hier kann man eine Kerze reinmachen. Und ja, sowas Ähnliches habe ich schon, nur nicht aus Metall, sondern aus so einem rohartigen Material. Und das habe ich von der Pflanze stehen und das hier möchte ich auch so von der Pflanze auf den Boden stellen. Sieht immer ganz hübsch aus. Dann als nächstes habe ich mir, muss ich erstmal rauskramen, so eine Augenpads geholt. Einmal in Blau, die kenne ich auch schon. Und einmal in Pink, beziehungsweise dreimal in Blau, zweimal in Pink. Die finde ich auch ganz gut, wenn man die zum Beispiel morgens immer drauf macht. Ja, deswegen habe ich die nochmal mitgenommen. Dann habe ich mir Duschgel geholt, dreimal. Einmal mit Orchidee- und Vanillegeruch. Ich habe gar nicht dran gerochen, deswegen
Das riecht frisch, also riecht nicht schlecht. Würde ich jetzt zwar vielleicht nicht nochmal holen, aber geht auf jeden Fall. Dann Joghurt und Frucht. Das riecht gut. Okay, also das riecht wirklich gut. Das riecht... Nein, Alexa. Und einmal mit Kokos und Vanille. Oh, das riecht richtig nach Kokos. Also riecht auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und genau, die drei sind es geworden. Als nächstes habe ich eine richtig geile Empfehlung von euch. Das habe ich selber bei Marie gesehen. Und zwar ist das so ein Erdbeer-Crunchy. Ja, Erdbeer-Crunchy ohne Palmfett steht hier auch nochmal drauf. Das ist Müsli. Das kann man ganz normal mit Milch essen. Wir haben es zum Beispiel auch immer für Quark genommen als Topping. Das schmeckt so gut. Und diese Erdbeerstücke sind, glaube ich, gefriergetrocknet. Das heißt, sie sind so richtig schön knackig. Also nicht knackig, sondern so... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, sind auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Also probiere das auf jeden Fall gerne mal aus. Ist wirklich lecker. Habe ich mir noch einen Concealer mitgenommen. Den hier. Okay, fokussiert das jetzt. So sieht er aus. Ich bin einfach mal gespannt. Ich suche nämlich gerade einen neuen Concealer. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten drei Sachen. Und zwar ist das aus einer Reihe. Ich packe mal hier die Tüte weg. Und zwar von Isana. Das ist so eine... Reihe, ja. Einmal hier ein Duschschaum und Bodylotion. So sieht das Ganze aus. Sieht richtig schön aus auf jeden Fall. Ich habe auch nicht dran gerochen. Dann hier noch so ein Ölbalsam ist das, glaube ich. Bin auch gespannt. Hier kann man dran riechen. Und als allerletztes noch ein Peeling, auch in der, von der Reihe. So sieht das Bett jetzt aus. Hier liegen noch drei Teile und da unten stehen noch ein paar Teile. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz, wo ich die Deko-Teile hinpacke und genau. Eigentlich dachte ich, kann ich das hier hinstellen, aber irgendwie gefällt es mir doch nicht. Deswegen suche ich doch noch einen anderen Platz. Hier habe ich jetzt diesen Korb hingestellt. Sieht ganz süß aus. Ich denke mal, das da drin werde ich nochmal umstellen. Aber erstmal geht das so. Und dann sind wir wieder im Schlafzimmer. Aber ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Hinterlasst dem Video gerne nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich sowas öfter machen soll und mit welchen Märkten. Die würde ich zum Beispiel auch nochmal super gerne machen. Und genau, ihr könnt auch gerne schreiben in die Kommentare, was für Produkte ich dann auch testen soll. Und genau, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!